Seid ihr bereit, ins Prime-Video-Fragefeuer einzutreten? Yes. Ja, sehr bereit. Oui. Wir sind bereit. Wie lautet dein Name? Ich bin Raffaela, aber ihr dürft mich gerne Rafa, Königin, Kaiserin oder am besten noch Mutter nennen. Welcher Tag ist heute? Mittwoch. Heute ist Freitag. Oder? Wurdest du schon mal mit Paulina Rodzinski verwechselt? Ja. Was war deine erste CD? Herz an Herz, hörst du mich? Vom Blümchen. Was bedeutet Freiheit für dich? Cash. Wer oder was ist dein Handy-Hintergrundbild? Das bin ich selber. Welches Format sollte dich unbedingt anfragen? Heaven vs. Wild. Kennst du deinen Aszendent? Was ist dein Aszendent? Ohne welches Make-up-Essential könntest du nicht leben? Contouring, weil sonst sehe ich wie Voldemort aus. Lashes. Blush. Girl. Ich brauche alles. In welchem Film würdest du gerne mitspielen? Titanic. Was war dein erstes Haustier? Rick, ein Schäferhund. Wer ist die größte Red Flag? Ich selbst. Was ist der Schlüssel zum Erfolg? Wie sagt man auf Deutsch? Ne jamais abandonner, das ist so nie aufgeben. Was ist das Beste aus dem Ruhrpott? Currywurst. Wo war dein erster Job? Bei McDonald's. Schrumpft von Salat der Bizeps? Ja. Hast du einen Spitznamen? Vanni, das sagt allerdings nur meine Mama. Was ist dein Relationship Advice? Ich weiß nicht, ob ich unbedingt Relationship Advice geben sollte. Bei welchem Film hättest du gerne mitgespielt? Ich würde sagen Fuck You Goethe. Wer ist dein Lieblingsschauspieler? Jason Statham, er ist süß. Singst du auch privat? Ja, aber ich kann's nicht. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Boah, Sport auf jeden Fall nicht. Nie wieder weinen können oder nie wieder Ofenkäse essen? Nie wieder Ofenkäse. Was ist eure Glückszahl? 4. 5. Wie hieß dein erstes Haustier? Paul. Was für ein Tier war Paul? Ebenfalls ein Hund, genau wie ich. Lieber 50.000 Euro oder 3 Millionen Follower auf TikTok? 3 Millionen Follower auf TikTok. Was ist das Schönste an Bochum? Boah, das Bermuda-Dreieck, wo man eine richtig geile Party machen kann. Was ist dein Lieblingssnack? Das ist der Döner. Mit welchem Promi hättest du gerne ein Date? Sag bloß nichts Falsches. Kann ich auch gehen?